Hier entsteht die Welt. Im oberschwäbischen Krauchenwies sitzt das Unternehmen Columbus, der älteste Globushersteller der Welt. Die Erde verändert sich ständig. Städte werden größer, Seen kleiner. In der Manufaktur werden die Kartenteile ausgeschnitten und auf durchsichtige Kugeln geklebt. Das ist Millimeterarbeit. Rund 40 Mitarbeiter sind bei dem Familienunternehmen beschäftigt. Nur auf dem Globus kann man die Größenverhältnisse der Länder und Kontinente richtig abbilden. Danach werden die Erdbälle von Hand grundiert, lackiert, mit einer Beleuchtung versehen und verpackt. Columbus ist Marktführer und verkauft jedes Jahr eine sechsstellige Zahl der nachgebauten Weltkugeln. Jetzt kann es auf die Reise gehen. Die Kunden sind in allen Ländern der Welt. Drei Viertel der Globen bleiben allerdings in Deutschland. Mit dem internetfähigen Globus schaffte Östergaard den Sprung ins digitale Zeitalter. Damit kommt die ganze Welt ins Wohnzimmer.